Mit einem Nahgüterzug ist die Engelsdorfer 528154 von Altenburg aus nach Narsdorf unterwegs. Bei Nobitz verlässt der kurze Güterzug die Hauptstrecke Leipzig-Werdau, um in östlicher Richtung die Nebenbahn nach Narsdorf zu befahren. Nebenbahncharakter hat sie nun wirklich, die verträumte Eisenbahn am Rande des Osterlands. So wird der Landstrich zwischen Lucca und Altenburg genannt. Gleich 7 Kunstbauten gibt es auf der 30 Kilometer langen Strecke. Bei Ehrenhain überspannt ein Viadukt mit 11 Bögen die Talsohle. Markante Backsteinverzierungen schmücken den Betonbau. Der Grund für die Stilllegung ist diesmal nicht der Fahrgastschwund, sondern die betagten Betonviadukte. Eine Sanierung der Strecke, für die ohnehin kaum noch verkehrsmäßige Bedeutung bestand, wurde aus Kostengründen seitens der Bahn abgelehnt. Thank you.
Der alte Bahnhof Ehrenheim ist erreicht. Verkrautete Gleise und renovierungsbedürftige Gebäude lassen auf die baldige Stilllegung schließen. Nur 528154 bringt Leben in das verträumte Ehrenheim. Bei Wiesebach steht der längste Viadukt. 17 Bögen überspannen das Tal. Betriebshalt in Langenleuber, Oberhain. Bereits überquert haben wir die Landesgrenze zwischen Thüringen und Sachsen. Weiter geht die Fahrt jetzt über sächsische Gleise. Vor Nahrsdorf schwenkt die Strecke in die Hauptbahn Leipzig-Chemnitz, die der Güterzug kurz befährt, um wenig später nach Rochlitz abzuzweigen.